Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich habe noch ein neues Projekt, an dem ich gerade arbeite, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar Zungenbrecher, enhanced Zungenbrecher. Ich habe Zungenbrecher zu Gedichten erweitert und in einen Kontext gebettet, weil mich immer interessiert hat, aha, was macht Fischers Fritz überhaupt mit seinen Fischen frischen, nachdem er die gefischt hat? So, und das ist ja eine Antwort, die der Zungenbrecher nicht liefert, ich aber schon. Ja, mit folgendem Gedicht. Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz. Jetzt sitzt der Fritz am Küchentisch, wo er den frischen Fisch erhitzt. Vom Fenster sitzt eine Miezekatze, die ist auf Fritzens Fischespitz, sodass sie gewitzt mit ihrer Tatze Fritz den frischen Fisch die bitzt. Die Katze ist eine Räuberische, sie schnappt sich den Fisch und entfleucht aus der Küche. Fritz ruft, ey, wenn ich euch erwische, wo sind meine Räucherfische? Fischers Fritzens frische Fische haben ihm leider nichts genützt. Die Katze sitzt verschmitzt bei Tische und frisst den Fisch mit ihren Kids. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Toll. Danke sehr. Es gibt da so bestimmte Zungenbrecher, die sind so ein bisschen gefährlich. Ja, wenn man sich da so ein bisschen versabbelt, kann es ganz schnell in eine Richtung gehen, die man so nicht beabsichtigt hat. Zum Beispiel bei folgendem Zungenbrecher: der Whisky-Mixer. Angstgegner. Der Whisky-Mixer mixt Linux den Whisky-Mixer Whisky-Mix. Er ist dabei sehr geschickt und fix, dank seiner Whisky-Mixer-Mixer-Tricks. Kein x-beliebiger Whisky-Mixer mixt wie er den Whisky-Fixer. Kein anderer mixt krasser, er ist wie eine Nixe im Wasser. Was er auch mixt, hat Kraft. Er mixt auch mal Whisky mit Saft, auch das hat noch keiner so fix geschafft. Sein Mixtalent ist schicksalhaft. Früher fand ich Whisky schwierig, heute bin ich Whisky-wissbegierig. Wenn ich bei diesem Mixer mal die Gunst des Augenblicks hab, schaue ich mir von ihm seine Whisky-Mixer-Tricks ab. Fertig. Dankeschön. Dankeschön. Und das Horry für die feuchte Aussprache, die mir entfleuchte, ist schon krass. Ne? Man zahlt viel Geld, kann nix sehen und wird angespuckt. Event-Theater, ja. Gut, gibt es einen Zungenbrecher, den ihr kennt, den ihr mögt und bei dem ihr sagt, oh ja, geil, den wollte ich immer schon in Reimform hören? Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay, ich gebe mein Bestes. Blaukraut. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das sind zwei Dinge, deren Begegnung nach Möglichkeit besser ausbleibt. Versaut man sich versehentlich mit Blaukraut das Brautkleid, lautet die Frage, wie man den Blaukrautfleck aus dem Kleid wieder rausreibt. An alle zweckdienlichen Flecken entfernt, darum ein lauter Shoutout. Ein Blaukrautfleck auf dem Brautkleid ist etwas, wovor es meist wieder Braut graut. Damit wenn man auch auf der heißesten Brautkleidmoden Shoutout, außer wenn man bei der Brautkleidfarbe statt auf Weiß auf Blau baut. Dankeschön. Dankeschön. Ihr findet übrigens diese Gedichte alle jetzt so seit neuestem sukzessive in den sozialen Netzwerken auf Instagram und Facebook und TikTok. Da laden wir die gerade hoch, ja, so nach und nach. Also wenn ihr Lust habt, mir zu folgen, tut es gern. Zum Abschluss noch ein Zungenbrecher, der aus der Schweiz stammt. Also es gibt ihn auch in einer schwäbischen Variante, aber in der Schweizer Variante finde ich besonders schön. Er lautet im Original: Der Papst hat spiert's Sparkstacks Sparkstaut. Auf Deutsch: Der Papst hat in Spiez, eine Stadt am Thunersee, das Speckbesteck zu spät bestellt. So, und ich dachte erst, okay, was für eine weirde Backstory hat zu diesem Zungenbrecher geführt? Was ist da nur vorgefallen? Und haben mir Folgendes überlegt. Achtung. Neulich las ich eine Nachricht aus der großen, weiten Welt. Und zwar hat der Papst in Spiez das Speckbesteck zu spät bestellt. Und ich dachte erst, ja, wie jetzt? Was macht denn der Papst in Spiez? Wobei, er reist ja bereits einige Male in die Schweiz. Denn die Schweiz hat, wie man weiß, einen ganz besonderen Reiz. Aufgrund der Delikatessen, die man da überall essen kann. In Bern zum Beispiel gibt's Gebäck und in Spiez, da gibt es Speck. Der dann erst richtig lecker schmeckt, isst man ihn mit dem Speckbesteck. Denn erst durch das Speckbesteck wird der Speckgeschmack perfekt erweckt. Das Problem in vielen Fällen, man muss es extra dazu bestellen. Ja, und das hat leider der Papst vercheckt.
Als er bemerkte, oh, das Besteck und er es bestellte, so ein Dreck, war das Besteck gerade weg. Da musste auch der Papst zugeben, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Was man ja auf die gesamte katholische Kirche anwenden kann. Denn die ist ja auch öfter mal spät dran. Was die Kirche tut und lässt, ist ein eigenes Kapitel. Eins steht jedenfalls fest, der Speck heiligt die Mittel. Dankeschön.